Hallo Reiterkollegen, es freut mich, euch wieder auf unserem YouTube-Kanal der Online-Reitschule Riding Academy bei Wolfgang Rust begrüßen zu dürfen. Heute wieder mit unserem Haflinger Anouk. Wir werden in diesem Video auf die versammelnde Arbeit bzw. auf das Entwickeln der versammelnden Arbeit, das Erarbeiten von Versammlung eingehen. Und wir werden dann anschließend auch noch ein Video machen, das wird ein eigenes Video, wo wir dann die Kurzkehrt erarbeiten. Welche Möglichkeiten wir hier haben, also auch quasi der Schritt von der Klasse A in die Klasse L, wo man natürlich auch schon zeigen muss, dass man das Pferd etwas versammeln kann. Und bei den Kurzkehrt gibt es natürlich dann sehr viele Fehler, aber darauf gehen wir in dem eigenen Video ein. Hier heute zeige ich euch, worauf ihr grundsätzlich achten müsst. Wir haben ja mittlerweile schon diese Videos mit dem inneren Schenkel an den äußeren Zügel arbeiten. Dieses Video baut auf den Videos, die wir schon online haben, auf. Seht euch die Videos an, dann versteht ihr dieses Video viel besser. Ihr wisst ja mittlerweile, das Allerwichtigste beim Reiten ist immer, dass wir die Pferde unter uns haben. Das heißt, egal ob wir jetzt im Mittelschritt reiten, versammelten Schritt, starken Schritt oder im Trab, haben wir dann versammelten Trab, den Arbeitstrab, Mitteltrab oder starken Trab. Hier geht es immer darum. Egal welches Tempo, wir müssen die Pferde unter uns haben. Unter uns bedeutet, wir haben die Pferde so ausbalanciert, dass sie sich aus dem Widerriss nach vorne dehnen dürfen. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich drin sitze, Bein mache, Kreuz mache, festziehe und dabei viel in der Hand habe. Das nennen wir dann in die Hand reiten. An die Hand reiten bedeutet ja, ich habe die Möglichkeit, das Pferd hier tief sitzend dehnen zu lassen. Und hier seht ihr sofort, er dehnt sich aus dem Widerriss nach vorne an die Hand heran. Und das ist das Ziel, das wir auch in der Versammlung erhalten müssen. Warum? Wenn ich heute in der Versammlung das Pferd dann plötzlich mit der Hand zurückziehe, weil ich sage, Versammlung muss ja langsam sein und ich muss dabei anziehen, dann wäre das zum Beispiel, ich zeige es jetzt im Schritt, wenn ich da sage, ja, aber der muss versammelt sein und aufgerichtet, schon habe ich einen Taktfehler. Er wird langsamer, jetzt müsste ich mehr treiben, weil er ja hinten nicht mehr geht. Das seht ihr dann auch bei der Arbeit mit dem Kurzkehrt. Hier geht es darum, die Pferde sollen die Kraft haben, in der Versammlung ausbalanciert zu gehen. Also im Schritt wäre das zum Beispiel, wenn ich hier mit meinem inneren rechten Bein immer wieder das innere Hinterbein aktiviere, ich nehme mir die Zeit dazu, beide Zügel dran und jetzt soll sich ja das Pferd abstoßen. Jetzt kriege ich natürlich die Rechnung dafür, dass ich es gerade falsch gemacht habe und gezeigt habe. Hier habe ich die Möglichkeit, Außenzügel dran zu lassen, innere Wade arbeitet, der innere Zügel gibt jetzt die Stellung und nun ist der äußere der begrenzt, damit er sich abstoßen kann. Das ist hier das Wichtige. Und je besser ich ihn mit meiner Wade im Hinterbein abfußen lassen kann, je aktiver er im Hinterbein geht, umso mehr kann ich ihn vorne abfangen. Dadurch wird der gesamte Rahmen kürzer. Und dieses Kürzerwerden im Rahmen bedeutet dann, der Schub wird weniger. Und wenn die Schubkraft weniger wird, das Pferd hinten aktiv weitergeht, wird die Tragkraft mehr, weil sich das Pferd in der Hanke, das ist Hüftknie und Sprunggelenk setzt, immer versammelter. Und das ist hier die Herausforderung. Also nochmal, je höher das Tempo, umso mehr Schubkraft, je niedriger das Tempo, umso mehr Tragkraft. Jedoch muss das Pferd beim Aufnehmen, beim Verkürzen im Hinterbein aktiv weitergehen. Wenn nun jemand sagt, ja, mein Pferd geht auch versammelt, aber ich habe keine Anlehnung. Mein Pferd geht versammelt und es ist auch ganz brav unter mir. Dann ist immer noch das Kriterium, könnt ihr jederzeit aus dieser Versammlung unter Anführungszeichen rausreiten. Denn das Kriterium ist ja, auch wenn wir versammelt reiten, müssen wir jederzeit rausreiten können und der Schwung muss immer erhalten bleiben. Das ist hier das Um und Auf. Das heißt, wenn ich jetzt aufnehme, verkürze, er immer wieder sich abstoßt vom Außenzügel, hier habe ich eine leichte Stellung,
Biegung, weil ich natürlich auf der gebogenen Linie bin. Und jetzt reite ich raus, muss der jederzeit rausgehen. Wenn ich da sage, oh, jetzt geht der nicht mehr raus, der ist jetzt langsam, dann habt ihr es schon ausgesprochen, er ist langsam, aber nicht versammelt. Falsche Versammlung oder langsam reiten ist, wenn die Pferde einfach nur unter dem Reiter langsam gehen. Ich werde mal sehen, ob ich das hinbekomme. Wenn ich Anuk hier nicht arbeite, sondern einfach nur, es geht gar nicht, er weiß gar nicht, was er machen soll. Aber wenn er da zum Beispiel nur so wie ein Medusalem dahin stolpern würde. Wenn wir das Ganze nun im Trab beobachten, hier ist das Allerwichtigste zuerst mal der Takt. Wie gesagt, wir haben das mit Anuk, möchten das mit Anuk zeigen, weil er gerade am Beginn ist, wie man die Pferde versammelt, weil wir da gerade dran arbeiten. Was sind denn die Fehler? Fehler sind, wenn ich hier, wie im Schritt schon beschrieben, einfach mal sage, ich möchte versammeln. Jetzt ziehe ich mit der Hand an, jetzt kann ich natürlich mit meinem Beckenbauch vorschieben und jetzt habe ich dafür irre viel in der Hand. Wenn ich das eine Zeit mache, dann würde der immer mauliger werden und mit diesem Reiten habe ich niemals die Möglichkeit, irgendwelche Lektionen zu reiten. Das wäre falsch. Richtig. Oder machen wir noch einen Fehler. Wenn ich jetzt sage, der muss sich versammeln und ich beginne, ich zeige es euch von der Seite, jetzt nehme ich an und beginne zum Klopfen. Da, jetzt läuft er. Er ist eilig, laufend, jetzt drückt er vorne und jetzt müsste ich genauso wie gerade wieder anziehen, das mache ich jetzt alles nicht. Aber wenn ihr hier mit der Wade klopft, habt ihr gesehen, was da passiert. Nun wieder tief sitzen. Durchatmen, er lässt sich fallen, ihr seht sofort wieder die Losgelassenheit, der Takt ist wieder da. Und nun kann ich das Pferd mit meiner Wade aktiv, das heißt, ich hole mir immer wieder das Hinterbein mehr dran. Reite hierbei an den Außenzügel, das kennt ihr alles schon aus den Videos, dieses innere Schenkel an den Außenzügel reiten. Und in dem Moment, wo ich hier am Außenzügel das Gewicht habe, kann ich beginnen, den Rahmen etwas zu verkürzen. Das könnt ihr euch am besten so vorstellen. Ich reite jetzt hier eine Schrittparade. Wir wissen ja mittlerweile, kürzer, 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 Schritt loslassen. Bei Übergängen von der höheren zur niedrigeren Gangart passen wir zuerst das Tempo an und dann reiten wir den Übergang. Von der niedrigen Gangart zur höheren, zuerst die Gangart und dann das Tempo. Bestes Beispiel ist Galoppschritt. Wenn ich im Galopptempo eine Schrittparade reiten möchte, dann muss das Pferd über den Trab auslaufen. Darum ist es erst eine L-Lektion, weil das Pferd schon Versammlung zeigen muss. Dann muss ich im Galopp 2 bis 3 Sprünge setzen, dann bin ich im Schritttempo und dann reite ich den Übergang zum Schritt. Das andere, aus dem Schritt angaloppieren, da ist das Pferd im Mittelschritt oder sogar versammelten Schritt, muss angaloppieren und dann reiten wir erst raus. Dann kommt erst das Tempo. Das nutzen wir hier zur versammelten Arbeit aus. Wie machen wir das? Wenn ich hier wieder antrabe, ich habe gerade die Schrittparade geritten, im Sinne von kürzer, 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 Schritt loslassen. Und das machen wir jetzt ohne Schrittparade. Das heißt, hier die Wendung, gerade, hier kürzer, 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 rausreiten. Was lernt das Pferd jetzt? Das Pferd lernt hier weiterzugehen. Noch einmal. Kürzer, 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 weiter, 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 rausreiten. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, 2, 3, 4 Tritte zu reiten. Kürzer, 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 raus. Das Raus ist hier immer die Kontrolle, ob er im Hinterbein wirklich noch arbeitet. Wir müssen da am Treiben bleiben. Ich zeige es immer von der Seite, damit ihr es gut seht. Nochmal, kürzer, 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 kürzer und weg.
Wie mache ich das, dass das Pferd jetzt hier retour kommt, beziehungsweise hier kürzer, kürzer, kürzer und wieder rausgeht? Und ihr seht auch mittlerweile schon das Verändern des Ganges. Er macht die Tritte hier ein bisschen jetzt erhabener, bleibt in der Tendenz vor und geht dann wieder raus. Was ist hier wichtig? Das Allerwichtigste ist, wir haben die Dehnung an die Hand. Beginnt ihr mit der Hand dieses Verkürzen, falsch gezeigt. Ich ziehe jetzt am Zügel an und sage, ja, ich muss den ja kürzer nehmen. Jetzt habe ich ihn oben, jetzt muss ich unten Druck machen, dann habe ich den Widerstand. Das ist falsch. Ich kann mit der Hand niemals eine Versammlung erreichen. Also brauche ich eine Dehnung an die Hand. Die Dehnung an die Hand, darauf kann ich jetzt nicht mehr eingehen. Seht euch dazu die anderen Videos an. Ich verlinke sie euch immer in der Beschreibung. Wichtig am Reiten sein, innen ablockern, das heißt die Stellung geben. Und jetzt kann ich am Außenzügel abfangen, abfangen und rausreiten. Noch einmal, innere Wade treibt an den Außenzügel weiter. Das Pferd ist unter mir Hinterbein bis Schulter ausbalanciert und der Hals kann sich dehnen. Das Pferd kann sich an die Hand dehnen. Meine innere Wade hat immer noch die Aufgabe, in der Rippe anzunähern, das Pferd an den Außenzügel dehnen zu lassen und da kann mich innen auch zum Überstreichen, zum Loslassen. Das ist hier ganz wichtig. Das Gleiche auf der linken Hand. Jetzt ums linke Bein gebogen, an den rechten Zügel geritten, habe ich hier die Möglichkeit auch wieder abfangen, Rahmen kürzer. Und wenn ihr genau beobachtet, bin ich immer in einer Bewegung nach vorne. Und das ist wichtig. Das Pferd trabt ja immer noch, also bleibe ich in einer Bewegung vor. Abfangen am Reiten sein. Ein weiterer Fehler, der unbewusst passiert, ist, wenn wir hier am Zügel annehmen und auch mit dem Körper retour gehen. Das heißt, auch wenn ich jetzt die Hand zum Beispiel vorne lasse, aber dabei in der Versammlung sage, ja, der muss jetzt retour, dann ziehe ich auch wieder falsch zurück. Also ihr merkt, wenn ihr in die Versammlung arbeiten möchtet, kommen sehr viele Fehler zum Vorschein. Richtig, innere Wade treibt vor. Jetzt mache ich das nochmal mit der Schrittparade. Kürzer, kürzer zum Loslassen kommen und wegreiten. Und das ist hier diese Übung, die könnt ihr sofort machen. Aufnehmen, kürzer, kürzer am Reiten bleiben, rausreiten. Brav. Wenn wir hier noch einmal einen Fehler, dieses langsam Reiten, damit ihr auch den Unterschied seht zwischen Versammlung und langsam reiten. Wenn ich hier jetzt sage, ich möchte mein Pferd versammeln, jetzt höre ich einfach auf. Ach, da hört ihr auch auf. So, jetzt achte ich darauf, dass ich ihn nur hinkriege. Ich kriege das nachher im Galopp wieder auf den Kopf. So, und jetzt sage ich, oh, wie cool der nicht trabt. Der trabt total versammelt. Warum? Weil er ja wirklich in einem langsamen Tempo ist. Wieder Druck. Jetzt habe ich die Beine wieder weg und mein Pferd ist so fein in der Hand, er ist total versammelt. Leute, das ist keine Versammlung, das ist langsam reiten. Der fällt ständig auseinander, ich habe auch keine Anlehnung. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, aber sieh mal, wie er sich jetzt fallen lässt, wie der losgelassen geht. Keine Frage, aber der läuft auch total auf der Vorhand. Mit diesem Reiten muss uns klar sein, dass das Pferd im Laufe der Zeit auf den Vorderbeinen einen extremen Verschleiß hat. Was passiert hier vielen Reitern? Hier, wenn sie mit der Wade nicht zum Treiben kommen, beginnen sie mit dem Kreuz zu schieben. Das Pferd muss ja gehen und in dem Moment schiebst du sie noch mal mehr auf die Vorhand. Das muss euch klar sein. In dem Moment, wo der lang ist, mit dem Bein mache ich nichts und ich schiebe da an, schiebe ich ihn vorne runter. Ich hoffe, das ist hier wirklich ersichtlich. Das ist falsch. Richtig ist es, und jetzt wieder auf die Veränderung achten, ich sitze tief, mache Wade, jetzt beginnt er hinten zu arbeiten, ich treibe mit dem inneren Bein an den Außenzügel, jetzt wieder den Takt ruhig halten, aktivieren, er hat jetzt wieder die Möglichkeit, sich abzustoßen vom Gebiss,
Auch wenn er jetzt wieder an die Grenze zum Eiligen kommt, weil ich gerade die Fehler gezeigt habe. Das muss euch auch immer klar sein. Wenn ihr einen Fehler korrigiert, die Pferde kennen sich kurzfristig nicht aus. Die Zeit müsst ihr ihnen geben. Ruhe reinbringen, wieder aktivieren. Und wenn ich jetzt aufnehme, am Reiten bleiben, er bleibt in der Haltung, ich komme wieder raus. Und das ist auch ein Kriterium, wenn ich Pferde versammeln möchte, müssen sie im Genick oben bleiben. Hier mit der Aufrichtung haben wir das Video mit Fürst Finn, die absolute und die relative Aufrichtung. Seht euch das an, dann wisst ihr auch, was ich mit Aufrichtung beschreibe und meine. Noch einmal, kürzer, kürzer, am Reiten bleiben, diktieren mit der Wade, mit dem Kreuz und wegreiten. Wenn wir nun den Galopp betrachten, ihr seht, Anu galoppiert auch schon viel besser an. Auf dieser Hand wird er mir immer wieder noch etwas schief. Dieses Schiefwerden korrigieren wir ebenfalls durch Fixieren des inneren Hinterbeines, dann gerade machen im Körper und immer wieder am Außenzügel nach vorne reiten. Das heißt, außen leicht annehmen, innen zum Loslassen kommen. Was können wir jetzt im Galopp machen, damit wir eine Versammlung erarbeiten? Hier ist ja die Gefahr, dass die Pferde relativ schnell ausfallen. Somit eignet sich hier am besten das Zirkelverkleinern. Beim Zirkelverkleinern habe ich die Möglichkeit, das Pferd fleißig zu halten und immer noch als Kriterium das rausreiten können mit dem inneren Schenkel. Das heißt, wenn ich hier verkürze, 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 wird es irgendwann mühsam und jetzt muss ich rausreiten. Und bei dem Rausreiten, gerade wenn er sich links schief macht, die Schulter nach innen bringen. Es bringt euch nichts, wenn ihr hier in die Versammlung arbeitet, wenn das Pferd sich schief macht. Warum? Weil das innere Hinterbein dann nur ausweicht. Ich zeige es euch mal auf der rechten Hand. Wieder ruhige Trabparade vorbereiten. Das kennt ihr auch aus den Videos. Vorbereiten innen, schön an den Außenzügel, brava. So, mal rechts ein bisschen galoppieren. Ich habe ihn noch nicht galoppiert. Was mache ich jetzt beim Lösen oder beziehungsweise beim Vorbereiten? Ich möchte, dass er auf die Wade reagiert, im Hinterbein immer wieder gut abfußt, durch den Körper geht und die Balance, wiederum die Balance. Er muss auf seinen vier Beinen gehen und dehnt sich an die Hand. In dem Moment, wo er das macht, galoppiert er auch mehr durch den Körper. Das könnt ihr euch immer merken. Wenn ein Pferd ausbalanciert ist und sich aus dem Widerriss dehnt, galoppieren sie durch den Körper und dadurch bekommen wir auch mehr Tendenz nach vorne. Nun dieses Verkleinern vom Zirkel oder Tourenverkleinern. Ihr seht, Anuk ärgert sich da ein bisschen. Auch okay, wir reiten normal weiter, ganz locker. Die innere Wade treibt an den Außenzügel, Außenschenkel. Ihr wisst, was ihr möchtet und arbeitet so weiter. Egal, ob der jetzt mal mit dem Kopf schüttelt oder ob er brav mitmacht. Ich weiß, was ich möchte und das ziehe ich durch. Hier, kleiner werden, wichtig, der innere Schenkel treibt nach vorne, der äußere galoppiert an. Jetzt, jetzt, jetzt. Und jetzt kann ich wieder vergrößern. Auch hier leichtes Zulegen beim Vergrößern, damit er auch wieder durch den Körper rausgeht. Es bringt euch hier auch nichts, wenn ihr die Pferde langsam galoppiert. Dann habt ihr das Problem, dass ihr in den Lektionen nie mehr rausreiten könnt. Die Pferde müssen immer vorm Schenkel sein. Sie müssen immer rausgeritten werden können. Nochmal verkürzen. Hier kleiner werden und ihr merkt, da fällt es ihm schon schwerer. Es verändert sich dann der Takt, er würde sich ein bisschen festmachen und wieder rausreiten. Und vergrößern, Tempo rauslassen. Mit rausreiten meine ich dann immer die Linie vergrößern und auch den Rahmen erweitern. Dadurch kriege ich längere Sprünge. Einmal machen wir es noch. Verkleinern, wenn man es ganz genau hernimmt,
das richtige Zirkel verkleinern wir eine Umkreisung. Das heißt, wenn ich da oben auf der Mittellinie begonnen habe, müsste ich jetzt am kleinen Kreis sein. Bei dieser Übung ist es jedoch nicht so wichtig, da gehe ich nur auf das Pferd ein. Wenn ich merke, oh, jetzt fällt es ihm schwer, kann ich wieder ein bisschen rausreiten, verlängern und wieder neu beginnen. Und was euch hier klar sein muss, ist, das kann ich nicht lang machen, weil es für die Pferde anstrengend ist. Bravo. Das heißt, wir müssen hier dann auch wieder etwas anderes machen, wo ihr schon wisst, da tut sich mein Pferd leicht. Quasi eine aktive Erholungsphase. Entweder zulegen oder einfach mal am Zirkel ein bisschen galoppieren lassen, Übergänge reiten, was auch immer für eure Pferde erholsam ist. Ihr habt nun bei dieser Arbeit gesehen, wie schnell sehr viele Fehler passieren. Warum? Weil wir unter Versammlung in erster Linie als Anfänger langsam reiten im Kopf haben. Wenn ich jetzt das Versammeln einfach mal beschreiben lasse, ist das Erste, was mir alle Reiter beschreiben, ein Versammeln, ein Zurück. Nur wenn ich da zurückgehe, dann habe ich ja das Grundproblem, dass Pferde sofort abbrechen, aufhören. Seht ihr sofort bei Anuk. Und wenn ich dann merke, oh, der geht ja nicht und fange an zu arbeiten, dann versteht das Pferd unter mir ja nicht mehr, was ich will. Auf der einen Seite höre ich auf, ziehe am Zügel an, meine Beine quetschen, mein Körper schiebt, der hat keinen Daumen mehr, was er machen soll. Richtig ist es immer so, wir sitzen am ausbalancierten Pferd, wir haben beide Zügel dran, wir sind fähig, die Hinterbeine wie einen stetig laufenden Motor zu aktivieren, mit so viel wie notwendig, so wenig wie möglich Einwirkung. Und in dem Moment, wo das Hinterbein ständig arbeitet, kann ich am Zügel leicht annehmen und jetzt zählt die Koordination Schenkel, Kreuz und Zügel. Und das ist dann eben die Parade zur Versammlung. Auch hierzu haben wir bereits ein Video. Wenn ihr die Videos sehen möchtet, nicht versäumen möchtet, auch die zukünftigen, abonniert den Kanal. Diejenigen, die noch einmal mehr wissen möchten, können Mitglieder werden. Da kriegt ihr noch mal zusätzliche Tipps, wie ihr mit den Pferden das erarbeiten könnt, was wir natürlich in den öffentlichen Videos zeigen. Es würden viel zu viele Videos werden. Darum gibt es auch hier diese extra Videos für diejenigen, die sich mehr ansehen möchten. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert oder auch Mitglieder werdet. Bis zum nächsten Mal.